Die Schriftrolle wartet. Obwohl, das sind doch alle alte Schriftrollen hier. Rolle des Kerzenscheins. Nichts, auch nichts. Schmiedekunst verbessert. 91. Ein Schimmerpilz. Leuchtet bestimmt zweimal. Einmal beim Essen, zweites Mal beim... Ja. Oh, was ist das? Eine riesige Kugel in der Mitte. Und ich gehe genau falsch rum. Was macht die denn? Die hat immer was anderes an. Ich will gerade ihren Look verändern, nach den Sachen, die ich ihr gegeben habe. Wehe, das ist schlechter als das andere. Kann man nicht klicken. Was ist hier denn, eine Unterrichtshalle? Oh. Es ist genau hier. Nee. Ach genau, ich muss jetzt bestimmt was benutzen. Dieses... Ja, was hat er mir gegeben? Das ist jetzt die große Frage. Da, der Lexikonwürfel. Du kannst diesen Gegenstand hier ausrüsten. Kann man den aber hier irgendwo reinstecken vielleicht? Oh! Oh, Lexikonhalter. Da haben wir es doch. Das sieht krass aus. Ja, was soll ich denn tun? Das ist das, wenn man so ein Opa nicht weiter zuhört. Aber hier muss man noch irgendwas machen. Oh, das wäre bestimmt interessant, wenn sie da drin steht. Ach, schade. Nein, was haben wir denn noch gekriegt? Obwohl, ich gucke einfach in meinem Journal. In meinem Questlog. So. Ich habe den Meister der Graubette getroffen, den Drachen Patonax. Er sagte, die alten Nord hätten Alduin mit einer Schriftrolle der Alten in die Zukunft verbannt. Na, sauber, genau bis hierhin. Sollte ich diese Schriftrolle in meinen Besitz bringen, könnte ich mit ihrer Hilfe den Schrei Drachenfall der alten Helden lernen. Ich habe herausgefunden, dass ein Gelehrter namens Septimus Signus um den Aufenthaltsort der Schriftrolle wissen könnte. Interessant. Aber irgendwas muss ich jedoch noch tun. Oh. Hast du die richtige Kombi rausfinden? Verdammt, falsch. Oh, warte, jetzt ist er auf. Weiter geht's hiermit.
fertig, es leuchtet alles so krass. Nein, natürlich nicht. Okay, USB-Stick einlegen. Oh Mann! Okay, ich glaube, jetzt habe ich wieder die Grundstellung. Öffne dich. Nein, er öffnet sich nicht. Jetzt. Mano, was für ein Scheißspiel jetzt. Okay, man kann das hier weiter drehen. Es rennt hier mal weiter und weiter. Jetzt hat er sich nach rechts gedreht. Weiter nach rechts. Okay, jetzt gibt es immer langsam ein Muster. Also man kann die auch öfter drücken. Obwohl das sah eigentlich jetzt nicht schlecht aus. Die ganzen Dinger waren beleuchtet. Jetzt ist aus. Und nochmal. Jetzt müssen die eigentlich alle beleuchtet sein. Oder halt jetzt. Okay, jetzt ist überall so ein Strahl drauf. Oh fuck. Oh. Was für ein Rätsel. Boah, ist das eine Schriftrolle. Die ist größer als mein Schwert. Oh, das Wissen der Alten. Begonnen Alduins Fluch. Lies die Schriftrolle der Alten an der Zeitwunde. Überschreibe das Lexikon. Gib Septimus das Lexikon. An der Zeitwunde soll ich diese lesen, aber kann ich die nicht jetzt schon lesen? So bei Bücher? Wow. Okay, keine gute Idee. Ich lese sie lieber dann, wann sie mir empfohlen wurde zu lesen. Warum ist die Tür denn wieder zu? Ah ne, hier war ich ja noch gar nicht. Das M-Zag. Septimus Außenposten. Jetzt gebe ich ihm mal eben den Cube. Und endlich wieder aus diesem Zwergenscheiß da raus. Hi! Grabt, wie als das oberste Stockwerk gebaut wurde. Her damit, schnell! Außergewöhnlich. Jetzt verstehe ich es. Glaube ich dir nicht. Der Verschluss ist so strukturiert, dass winzigste Fraktale ineinander greifen. Ach so, meinst du das? Je mehr Blut kann die Haken lösen. Doch es lebt niemand mehr, indem es fließt. Eine ganze Palette ihrer Brüder könnte sich zusammentun, um ein Faksimile zu bilden. Ein Trick? Etwas, womit sie nicht gerechnet haben. Nein, nicht einmal sie. Das Blut der Altmeer, Bosmeer, Dunmeer, Fallmeer und Orsimeer. Die Elfen, die noch leben, sind der Schlüssel. Trag diesen Extraktor von dannen.
Er wird das frische Blut der Elfen trinken. Komm zurück, wenn ihr den ganzen Satz habt. Was? Sammle Hochelfenblut, sammle Waldelfenblut. Ach du Scheiße. Dunkelelfen noch? Falmerblut? Orkblut? Oh. Und? Das war's sogar. Warum seid ihr so versessen darauf, diese Schatulle zu öffnen? Ah, die Schatulle enthält das Herz. Die Essenz eines Gottes. Oh, für mich? Ich habe mein ganzes Leben den Schriftrollen der Alten gewidmet. Doch die Dwemer waren die Letzten, die sie berührt haben. Es hieß, sie sei von Nerevarinen zerstört worden. Doch mein Herr belehrte mich eines Besseren. Oh. Verrückter alter Kauz. Laber doch, was du willst. Oh. Was ist denn das? Kommt näher. Wärmt euch in meiner Gegenwart. Wer seid ihr? Ich bin Hermeos Mora, der Wächter des Ungesehenen, der Kenner des Unbekannten. Ma, red doch noch langsamer. Ich habe euch beobachtet. Echt? Sterblicher. Äußerst beeindruckend. Dankeschön. Was wollt ihr von mir? Eure andauernde Unterstützung von Septimus macht ihn zusehends überflüssig. Er hat mir gute Dienste geleistet, doch seine Zeit neigt sich dem Ende zu. Wenn diese verfluchte Schatulle erst geöffnet ist, hat er seinen Nutzen mir gegenüber verwirrt. Und wenn diese Zeit gekommen ist, werdet ihr seinen Platz als Abgesandter einnehmen. Hm, was habe ich davon? Was sagt ihr? Hm. Ich sag erstmal das. Ich bin euer Diener, mein Herr. In der Tat. Sprecht mit mir, wenn die Schatulle geöffnet wurde. Und alles wird offenbart werden. Krass. Das ist bestimmt sein Herr. Hätte ich mal mit ihm geredet. Obwohl ein Wesen, was Elendschlund heißt, kann eigentlich nichts Gutes im Schilde führen. Elendschlund. So, Moment. Jetzt wollte ich mal die Museumsquests machen, um dann nachher weiter meine Rüstung zu upgraden. Okay, Entschlüsselung des Übernatürlichen. Wurzel... Ja genau, noch 20 Steine finden. Wer kommt denn auf so eine Scheißidee? Sprich mit Gullum Ei. Mist, was war denn nochmal das, ne? Oh, vor langer Zeit wurde der Erzmagier Gauldur ermordet und seine drei Söhne von König Harolds. Hm, die verbotene Legende? Vielleicht das. Ich weiß es nicht mehr genau. Oder ne, was ist das? Bringt das Heft? Ich glaube das. Gut. Muss ich nur noch nach den Questmarkern ausfindig Ausschau halten? Mein Gott, ist die Karte schon voll. Oh. Da oben ist markant. Was ist hier? Lies die Schriftrolle der Alten an der Zeitwunde. Mach ich sofort. Mal, da war ich ja noch nirgendwo. Falkenring. Ich habe eine Idee. Ich fahre erstmal nach Weißlauf. Ja. Nehme dann die Kutsche nach Falkenring und laufe da eben runter.
Wenn man überlegt, wenn man diese ganzen Städte noch abgrasen würde, was da noch für eine Questfülle wäre. Unbelievable. Moment, was für Barren brauche ich denn jetzt eigentlich, um das aufzupowern? Da, einen Orichalkum-Barren. Ah, okay. Nehmen. Und hier können jetzt erstmal die Drachenknochen rein. Schade, dass ich den Magier nicht mehr habe. Der könnte dann da auch rein ins Haus. Upgraden hier. Aber Moment, erstmal meinen Trank nehmen. Oh, jetzt wird's sehr kompliziert. Wozu die Eile? Ja, wozu die Eile? Gute Frage. Ich würde sagen, dass ich jetzt hier gleich mal einen Cut mache. Ich hoffe nicht, dass ihr Ärger sucht. Was kann ich für euch tun? Hä? Wieso Ärger? Ich bin's. Dornenherz, wenn ich jetzt ganz viel noch schmiede mit dem Eisen. Und Leder, da. Leder, Leder, Leder. Hui. Ich bin überladen. Dann müsste ich eigentlich auf 100 sein und wenn ich dann was verbessere, schmiede, müsste es eigentlich legendär werden automatisch. Könnte ich mir ein legendäres Schild machen. Mann, ist das gemütlich jetzt hier. Na gut, ich mache ja mal einen Cut, mache meine Taschen leer und dergleichen und dann geht's hier wieder weiter. Bis gleich. Tschüss.